Wieder ein Schulungsvideo der Reihe Was ist eigentlich? Heading und Kurs, beziehungsweise was ist der Unterschied? Dass Heading und Kurs nicht das gleiche ist, das kann man sich ja denken. Übersetzen kann man die Begriffe vielleicht mit Steuerkurs und Navigationskurs. Aber was ist da der Unterschied? Um das zu erklären, möchte ich mal ein bisschen ausholen. Wir benötigen dazu die fünfte Dimension. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht denken, jetzt ist es passiert. Nun dreht er ab. Der ist in der Sommerpause zu viel Achterbahn gefahren oder hat zu viel Star Trek geguckt. Fünfte Dimension, so ein Quatsch. Es gibt doch nur drei. Rechts, links, oben, unten, vorne, hinten. Oder besser Länge, Breite und Höhe. Nee. Da ist zumindest schon mal die Zeit als vierte Dimension. Es kommt in der Fliegerei ja auch darauf an, wie schnell wir uns bewegen. Na okay, Zeit kann man ja noch akzeptieren. Aber fünfte Dimension, das ist doch Science Fiction. Nun, nicht wirklich. In der Wissenschaft, Mathematik, kann man mit viel mehr Dimensionen rechnen. Aber was haben wir denn in der Fliegerei? Rechts, links? Voraus und hinter uns, ist ja klar. Dann natürlich noch hoch und runter. Und die Zeit. Das sind vier. Aber in das alles spielt nun auch noch das Wetter rein. Der Wind, der soll unsere fünfte Dimension sein. Nun zurück zum Thema. Im Flugzeug findet man ja meistens die beiden Einstellknöpfe für Kurs und Heading. Ich zeige das hier mal Boeing 737 Panel. Und beim Learjet. Und hier bei der Cessna. Manchmal steht auf dem Stellknopf auch OBS. Das steht für Omni Bearing Selector. Übersetzt etwa Leitstrahlwähler. Ist aber nichts anderes als der Kurswähler. Wir befinden uns mit unserem Flugzeug hier und möchten diesen Punkt erreichen. Der Einfachheit halber nehmen wir mal an, dass der Punkt genau nördlich, also 360 Grad von uns liegt. Wenn wir nun am Autopiloten die Heading Hold Funktion benutzen und 360 Grad Heading einstellen, dann hält der Autopilot die Flugzeugnase genau in diese Richtung. So müssten wir den Punkt dann eigentlich erreichen. Wenn wir statt Heading über den Kurs die 360 Grad einstellen, dann müssen wir also nicht Heading Hold, sondern NAV einschalten. Auch bezeichnet mit LOC, L-O-C für Localizer oder beides. Natürlich heißt es in unseren Videos immer Safety First und deswegen habe ich da oben auch die Separation eingehalten. Wir wollen ja hier keinen beinahe Zusammenstoß. Prima. Dann ist es also egal, was ich mache. NAV oder Heading, kann ich mir aussuchen? Natürlich ist es nicht egal. Die Heading-Funktion sorgt dafür, dass die Flugzeugnase immer genau in die eingestellte Richtung zeigt. Die Localizer- bzw. NAV-Funktion oder Kurseinstellung sorgt dafür, dass wir immer genau auf einer gedachten Linie fliegen. Diese Linie hat die am Kurswähler eingestellte Richtung und schneidet das am Navigationsgerät eingestellte Funkfeuer. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht 360 Grad, sondern 5 Grad einstelle, dann ist die gedachte Linie etwa hier. Der Autopilot steuert nun so, dass ich die Linie anfliege und dann in 5 Grad Richtung auf das Funkfeuer zufliege. Aus dieser Funktion ergibt sich ein ganz gravierender Vorteil der Kursnavigation. Wie schon am Anfang gezeigt, ist es ja beim Fliegen immer so, dass wir die Luftströmung mit berücksichtigen müssen.
Da ist sie wieder, unsere fünfte Größe oder Dimension. Haben wir ein Heading von 360 Grad eingestellt und es herrscht Seitenwind, dann nützt uns das Heading wenig. Zur Verdeutlichung hier mal ein Koordinatensystem. Wenn wir fliegen, dann haben wir ja in der Regel auch eine gewisse Fluggeschwindigkeit und eine Richtung, in die wir fliegen. Diese Größen kann man als Geschwindigkeitsvektor zeichnen. Ein Vektor hat immer einen Betrag und eine Richtung. Der Betrag ist die Länge des Pfeils und es entspricht unserer Fluggeschwindigkeit. Sagen wir mal, es sind 10 Knoten pro Kästchen. Die Richtung ist unser Kurs. Der Wind hat auch eine Geschwindigkeit und eine Richtung, aus der er weht. Hier als roter Vektor gezeichnet. Und auch die Länge ist proportional zur Geschwindigkeit und der Winkel entspricht der Windrichtung. 3 Kästen lang, also 30 Knoten direkt von rechts. Ohne Wind sieht unsere Bewegung so aus. Was macht nun der Wind? Ich zeichne den Windvektor mal hier hin. Der Wind hat eine Geschwindigkeit von 30 Knoten und kommt genau von der Seite. Wir fliegen 120 Knoten in dieser bewegten Luft. Dann drückt der Wind unseren Kurs ja zur Seite. Unser Bewegungsvektor sieht also tatsächlich so aus. Die Länge des hier in grün dargestellten Vektors ist aber immer noch gleich. Und so könnte man genau nachmessen, wie viel Vorwärtsbewegung wir durch den Seitenwind eingebüßt haben. Das Funkfeuer ist aber nun mal fest auf den Boden geschraubt oder einbetoniert oder keine Ahnung. Der Wind verschiebt es jedenfalls nicht. Und hier sieht man nun recht deutlich, dass ein Heading von 360 Grad uns nicht zum Funkfeuer bringt. Wir driften deutlich ab, wenn wir die Nase nicht weiter nach rechts drehen. Fliegt man nun mit der Kurs- bzw. Localizer- oder NAV-Funktion, hält der Autopilot das Flugzeug auf dieser Linie. Das ist die Kurslinie. Um das zu bewerkstelligen, dreht er die Nase, also das Heading, in den Wind. Heading und Kurs weichen also um eine gewisse Gradzahl voneinander ab und diese Zahl entspricht dem sogenannten Vorhaltewinkel. Wie groß dieser Winkel sein muss, hängt von 3 Faktoren ab: Windstärke, Windrichtung und unserer Fluggeschwindigkeit. Zusammenfassend kann man also sagen, Heading ist die Richtung, in die die Flugzeugnase zeigt. Kurs ist die Richtung, in der wir uns tatsächlich bewegen. Der Wind beeinflusst unseren Kurs, aber nicht das Heading. Bei modernen Flugzeugen kann man Heading, Kurs und den daraus entstehenden Vorhaltewinkel am Navigationsdisplay erkennen. So, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Kommentiert gerne fleißig und gebt einen Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn es neue Videos gibt. Also, klickt auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt, was ist eigentlich...